So, liebe Leute, ja, ich hatte letzte Folge gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Nein, das sehen wir nicht. Wir sind dabei. Heute ist Montag und wir gehen rein in die zweite Teil, den zweiten Teil dieser Face-Off-Serie und das nächste Rennen. Jetzt weiß ich es, es ist Indianapolis. Auf geht's. Hallo Indianapolis, Kristen, fällt dir noch was ein, bevor es losgeht? Ich werde dir heute keine große Hilfe sein, Alex, denn mein Blick ist an das Grid gefesselt. Es ist eine Gewalt. Los geht's, liebe Leute. Wir fahren mit einem Ford GT. Weil ich das richtig sehe. So, schön, dass wir mal ein bisschen abwechseln. Wir kommen nicht nur um Ferrari-Käfig, mein Markup-Auto, aber. Ja, aber schön durchgereicht heute, ne? Ich versuche mich jetzt gerade bis wieder nach vorne zu ziehen. Weg. Okay, da wird jemand nicht glücklich sein. Nein, natürlich wird er nicht glücklich sein. Das war auch nicht meine Baustelle. Geh weg. So, ich versuche mich jetzt ein bisschen nach vorne zu packen. Du Drecksack, Alter. Ja, natürlich setzt er sich jetzt ab und wir können jetzt. Oh, wir verlieren jetzt richtig Plätze. 8 sind wir jetzt zurückgefallen. Mal weg, lass mich in Ruhe. Ja, mir geht es einfach nur darum, dass ich den Kollegen da vorne wieder einfangen muss. Weil ich sehe es unangenehm, wenn andere Teams gewinnen. Weil der redet mich jetzt in die letzte Runde. Aber durch das Anliegen, die immer wieder das Feld beim Drehen aufgehalten haben. Letzte Runde. Versuch dir die Pole zu schnappen. Das ist nicht wahr, ne? Ja, ist mir klar, Alter. Ich drehe mich hier komplett weg. Ich meine, ich führe jetzt, aber das war jetzt alles andere als gut, was ich da gerade. Wie war das? Es gibt eine schöne dicke Strafe. Das heißt, wir müssen das versuchen, ein bisschen abzusetzen, vielleicht kriege ich das hin. Oder sie setzt an. Vielleicht sieht es ein, dass ich dann ein bisschen rausgerutscht bin ins Gras. Und einfach auf die Strecke zurück wollte. Ich war ein bisschen orientierungslos, muss ich sagen. Ich habe nicht jetzt gesehen, wo es zurückgeht auf der Strecke. Ich versuche jetzt ein bisschen abzusetzen, nicht? So 2-3 Sekunden reinklopfen würde, das wäre gut. Ich denke, es wird aber Minimum 10 werden. Ich hoffe, dass wir richtig zurückfallen. Ne? Also wenn wir auf 2 zurückfallen würden, wäre es wahrscheinlich so gesagt. Wir sind wahrscheinlich auf Platz 2. Nö, sind wir nicht. Wir haben es geschafft. Wie auch immer, wir haben es geholt. Ich weiß gar nicht, was wir. So, mal gucken, was wir gekriegt haben. Gar nicht. Sie haben es tatsächlich so eingesehen, gesehen, dass wir tatsächlich, weil wir ein bisschen orientierungslos auf die Strecke erstmal zurück wollten. Boah, schätze Rennrunde. Von denen 1,40,6 und trotzdem gewinnen wir das Ding haushoch. Wie auch immer. Wir haben unsere schnellste Runde mit 1,53,6 und wir waren das langsamste Auto im Feld und gewinnen das Ding trotzdem. Ja, war okay. War durch mehrere Dreher halt nicht machbar.
Naja. Wir sind jedenfalls durch für heute. Ja, doch, wir sind durch. Wir sehen uns jetzt. Sehr, sehr richtig. Wir sehen uns morgen wieder mit der International Historic GT-Serie. Bis dahin. Tschüss.